aus diesem Setup heraus, wo ich gerade sitze, also mit dem Licht, blau, rot, blau und nochmal weiß, da gibt es ein richtig tolles Tutorial übers Licht. Aber heute, mit diesem Video, soll es jetzt eigentlich um ein Objektiv gehen. Es ist gerade Zufall, weil ich hier damit fotografiert habe, haben wir gesagt, wir lassen uns einfach mal ein bisschen was dazu einfallen, beziehungsweise reden über das 40mm von Sigma. Im Grunde genommen hat Sigma damit eine Sache probiert, und zwar eine Entwicklung einer Fotolinse aus dem Videobereich. 40mm ist für uns Fotografen sehr, sehr, sehr komisch, weil im Grunde genommen wir 35-50 als Sprung kennen. 40 liegt so ein bisschen im Weitwinkel, aber doch nicht richtig. Es gibt ja auch noch von 45er von Tamron. Das sind so sehr, sehr komische Brennweiten, aber wahrscheinlich erklärt sich eben aus der Herkunft. Dieser Trümmer, der wurde im Grunde genommen für Videokameras konzipiert, und dann hat man gesagt, ja, also wenn man das schon hat, dann bauen wir den das so einfach mal für Fotokamera. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise muss sich das mal angucken. Das ist ein 40mm Objektiv. Also wenn man da jetzt zum Beispiel im Vergleich das 50mm von Lumix oder ein Otos 50mm daneben steht, dann ist das für 40. Und normalerweise ist ja so, je kleiner die Brennweite wird, umso kleiner werden die Objektive. Natürlich eine super asymmetrische Konstruktion, spricht für sehr, sehr, sehr viele Blendenelemente, sehr viele Glaselemente, sehr viel Konstruktionsaufwand, um im Grunde genommen ein perfektes Ergebnis zu erzeugen. Und wahrlich, und das ist jetzt mitunter die Aussage, ich würde mal behaupten, man bekommt für sein Geld kein schärferes, günstigeres Objektiv. Das heißt also, Sigma ist der absolute Preis-Leistungssieger, was die Schärfe, die optische Qualität und das ganze Objektiv eben geht. Es ist gerade an spiegellosen Systemkameras jetzt auch nicht wirklich mehr von Fehlfokus geprägt. Back- und Frontfokus gibt es nicht mehr, wenn ich auf die Sensorebene scharf stelle. Im Grunde genommen habe ich viele Problematiken, die Sigma und Tamron und alle Objektivhersteller generell früher hatten, habe ich ja mit spiegellosen Systemkameras gar nicht mehr in dem Maße. Aber die Optik, die Sigma da gebaut hat, ist einfach unfassbar, unfassbar gut. Und ich weiß, dass ich das manchmal sage, aber bei dem Objektiv, wir haben es ja getestet gegen das Lumix und gegen das Otus, ist einfach, also man guckt sich die Bilder durch, wir können den Rohdaten-Download gerne hier nochmal verlinken oder im Video unten verlinken. Man guckt sich die Bilder durch und im Grunde genommen hat man nie so hundertprozentige Sicherheit, welches Objektiv gewinnt, mit der kleinen, aber feinen Unterscheidung, dass es eine 3.500 und das andere 2.500 Euro Objektiv kostet, was immer noch der doppelte Preis vom Sigma ist. Also, für wen ist dieses Objektiv eigentlich im Grunde genommen gedacht? Ich finde es eine sehr, sehr, sehr schöne nahe Porträtbrennweite. Oftmals ist mir 35mm für Porträt schon wieder zu kurz, aber 50mm ist mir halt ein 50mm, was jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr Distanz bringt. Jetzt kann man sagen, das ist eine ideale Brennweite für Porträts, ist es nicht. Es ist was sehr Weitwinkliges, mit dem man im Grunde genommen querformatig sehr, sehr, sehr angenehm im Nahbereich arbeiten kann, ohne gleichzeitig einen Weitwinkeleffekt zu bekommen. Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke von den 40mm Brennweite. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es viele Videografen ebenso lieben. Weil man hat möglichst viel drauf, ohne gleichzeitig diesen Weitwinkeleffekt zu bekommen. Und es ist sehr, sehr, sehr komisch, aber zwischen 35 und 40, und wenn es auch nur 5mm stecken, da sind ein ganz, ganz, ganz feiner optischer Unterschied, den man im Grunde genommen wahrscheinlich bei Videos mehr wahrnimmt als bei Fotos. Wobei, jetzt fühlen sich wieder alle Fotografen auf den Schlips getreten, so meine ich das gar nicht, sondern ich glaube, das sind einfach diese Unterschwelligkeitsnuancen sind, dadurch, dass man einfach viel mehr intuitiv aufnimmt beim Video und gar nicht so gesteuert Zeit dafür hat zum Gucken, sehr viel wichtiger als beim Foto, wo ja Sachen auch hinterfragt und länger angeguckt werden können. Also, es war gar kein langes Video. Kurzes Video, kurzer Sinn. Dieses Objektiv hat es wirklich schärfetechnisch in sich. Ich würde auch sagen, die EOS RP ist damit, das spielt in anderen Ligen als 24 Megapixel. Das heißt also, diese Kamera, die schöpft das Objektiv nicht mal ansatzweise aus. Was natürlich hier super schön ist, sind so Bokeh-Sachen, die jetzt gerade bei diesem Set mit dem Wasser und mit dem Chrom des Autos, also das ist natürlich eine echte Hausnummer, das zu fotografieren, und da kann man einfach von ausgehen, selbst bei dem Licht, mit diesem LED-Licht, was sowieso immer ein bisschen kritischer ist, als zum Beispiel jetzt ein HMI oder ein wirkliches Tungstenlicht, schneidet das Objektiv brillant ab und hat einfach seine Stärken. So. Viel Spaß beim Fotografieren. Hier Tröte des Todes sozusagen. Mhm.